Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, war ich gerade duschen. Und heute würde ich euch gerne mitnehmen, wie mein Arbeitsalltag hier bei den Mehrbettzimmern aussieht. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich die heute machen darf. Und da würde ich euch gerne ein bisschen ein paar Einblicke geben, euch ein bisschen dazu was erzählen. Damit ihr auch den Unterschied zwischen den privaten und den Mehrbettzimmern kennt. Und ja, damit ihr einfach ein bisschen seht, wie mein Arbeitsalltag hier so ist. So, unser Arbeitstag hat jetzt begonnen und ich danke dir. Eins, und und wie erhofft habe ich die Mehrbettzimmer bekommen. Es sind leider 18 Stück, also 18 Betten, die ich machen darf. Gestern hatte ich 16, aber ich kriege dann entweder Hilfe von Lennart oder Olivia. Heißt, das ist alles nicht so schlimm. Und jetzt habe ich gerade noch Handschuhe geholt, weil ich die nachher wahrscheinlich brauchen würde. Auch gerade lustig, und zwar steht hier auf unserem Plan, dass ich Zimmer 1 und 2 machen soll. Gehe ich dann gerade rein in beide, liegen dann auch komplett die Sachen, der Rucksack oder der Koffer liegt da offen. Ich so, das kann nicht richtig sein. Habe nur mal nachgefragt und so muss ich die beiden nicht machen. Und so sieht unsere Liste halt immer aus. Hier oben stehen die ganzen Räume, die gehen, die bleiben. Hier sind dann halt die ganzen Räume, unsere Extraaufgaben. Hier stehen dann Namen, damit ich weiß, welche Betten ich machen darf. Und das müssen wir dann immer ausfüllen, wie viel wir halt benutzt haben. Und genau, dann fange ich jetzt mal an. So, jetzt bin ich hier in dem Zimmer drin mit 4 Betten. Und das Bett hier bleibt, heißt, ich darf die 3 Betten machen. Und so sehen dann die gemachten Betten aus für die Mehrbettzimmer. So, ich habe jetzt hier ein Zimmer, wo ich alle 4 Betten mache. Und da ich hier ein bisschen ungestattet bin, kann ich euch auch ein bisschen was dazu erklären. Schritt 1 ist erstmal die ganzen Namensschilder, die am Bett hängen, abzumachen. Dann lege ich sie einfach mal hier drauf. Die ganzen Sachen, die auf dem Bett liegen, erstmal so weit runter tue und genau, von denen hier oben versuche ich sie einfach runterzuziehen, damit ich nicht immer hochklettern muss. Das geht nämlich einfacher. So, als nächstes nehme ich mir hier die ganzen Kissen und beziehe die erstmal ab und sortiere die dann nach Farbe. Und dann nehme ich mir halt alles, was Wäsche ist, und schmeiße es einfach nach vorne. Die Decken werden hier einmal in der Mitte gefalten. Dann nochmal in der Mitte. Und dann längs. Nochmal in der Mitte. Dass sie dann so aussehen. Und dann haben wir hier auch diese Fließdecken. Und die werden genauso gefalten. Am Ende sieht das mit den Decken dann so aus. Und dann kommt nur noch das weiße Laken oben drauf und so werden sie dann auf die Betten gelegt. Und ich mag die Räume hier mehr, weil in den privaten ist das immer so viel Tamtam, sage ich jetzt mal. Und hier ist es einfach bloß rein, abbeziehen, das Bett beziehen, die Sachen falten und drauflegen. Das war es eigentlich auch schon hier. Und deshalb mag ich die Räume hier mehr. Und da ich auch ein bisschen kleiner als Lennart und Olivia bin, habe ich auch den Vorteil, dass ich bei den Hochbetten hier besser klarkomme als die beiden. Und deshalb ist es für uns alle gut, dass jeder das machen kann, was er mag. In allen Räumen muss gestaubsaugt werden und die Mülleimer müssen ausgeleert werden.
da wir ja auch jeden Tag nur 3 Stunden arbeiten, passt das. Sieht das Zimmer ungefähr so aus. Hier liegt alles und die Betten sind soweit leer. Jetzt werde ich hier noch die ganzen Bettlaken abbeziehen und dann muss ich eigentlich nur noch beziehen und diese ganzen Sachen drauflegen. Housekeeping! So, das und das Bett darf ich machen. Und wenn ich in so einem Zimmer bin, wo ich entweder alle 4 Betten machen muss, kann, oder wo halt keiner drin ist, dann nehme ich auch manchmal mein Handy und höre Musik, weil ich nämlich keine Taschen habe, wo ich mein Handy hätte reinpacken können, und dann mit Kopfhörermusik zu hören. Oder ich gucke YouTube, was ich in den letzten 2 Tagen gemacht habe. Und bei den anderen war halt immer eine Person drinne. Und da mache ich dann das nicht, weil das nervt halt die Person dann. Und da will ich dann halt auch so schnell wie möglich fertig sein.